Das ist der, den man gerade ausfahren will. A-Betreiber. Willkommen hier am Glemseck. Schön, dass ihr gekommen seid. Wir haben gedacht, was machen wir dieses Jahr jetzt nach Corona, dass wir auch andere Gäste nochmal hier herzlich willkommen heißen. Und dann sind wir, habe ich nach Appe geguckt und dann sind wir in Kontakt gekommen. Und ja, so sind wir jetzt hier beim ersten Mini-Appe-Treffen hier im Glemseck. Weitere können hier kommen, wir haben vorhin schon geschwätzt, vielleicht machen wir das nächste Jahr dann größer. Dieses Jahr haben wir auch mit dem Raum ein bisschen zurückgehalten. Wenn zu viele Leute kommen, dann kriegen wir wieder die Corona-Abstandsregeln dann hin und so. Aber so, ist super, dass ihr alle kommen seht. Ja, jetzt übergebe ich einen Spezialisten mit der Bewertung. Ich kenne mich nicht aus mit APs, aber ich glaube relativ eindeutig, wer der Gewinner ist, wer die älteste AP hat. Also ich glaube, wir stehen ja schon daneben, oder? Kann das sein? Vor der Ältesten? Nicht? Ja, ja? Ich? Ja. Kann irgendjemand 71 was gell? Schlagen? 71! 1971, also nicht das eigene Geburtsdatum, sondern Baujahr von der Ape. Schöner. Kleiner Schreit. Kleiner Schreit. Ja, da muss ich ganz, ja, dann herzlichen Glückwunsch. Dann bist du der mit der Ältesten. Nächstes Jahr kriegen wir dann vielleicht doch noch jemanden hin, der dich dann schlägt. Nein, dann machen wir die Jüngste. Die Jüngste? Nein, 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 wir wollen weiter herkommen. Oder von meiner Stimme. Aber wir machen alles. Du bist ja die Älteste. Hast du gehört? Nächstes Jahr musst du eine raus. Jüngste, Älteste, Weiteste, Nächste anfahren. Los, regnet. Kaputteste. Hat sich, ja, für dich schon mal gelohnt, ne? Hättest gar kein Essen holen müssen. Hast doch kein Zuhör dazu. Ja, aber für alle gilt, also drüben ist ein super Biergarten, gibt es Burger. Oder Wurst oder alles mögliche, Pommes. Ich habe das Gefühl, der kriegt die Bürger nicht los. Der will immer die Bürger. Spezialität halt. Ja, ich würde sagen, gehen wir vielleicht rüber, trinken gemütlich was, essen was, oder? Können wir ein bisschen quatschen. Vielleicht hat auch jemand Ideen für nächstes Jahr oder so. Oder für dieses Jahr vielleicht noch irgendwas. Wo es was gibt, was wir gemeinsam vielleicht machen können. Weil das war jetzt doch ziemlich spontan. Und sind doch einige zusammengekommen.